Sheikh ibn Sayyid rahimullah, Sheikh ibn Bas rahimullah, noch viele weitere Gelehrte, nicht den Saudi-Staat unterworfen haben und somit nicht alles ausgesprochen haben, wie es eigentlich sein sollte. Mafhum. Es gibt Leute, die behaupten, Sheikh ibn Bas und Sheikh ibn Uthaymeen sind Palastgelehrten mit anderen Worten. Okay? Stimmt das? Ich will euch etwas sagen. Diese Leute erstmal, Achil Karim, die sowas sagen, bei Allah, und ich schwöre, bei Allah kennen diese Gelehrten nicht. Und vielleicht haben sie noch nie bei einem Gelehrten gesessen. Ich will euch ein paar Sachen aus der Sira von diesen Shuyukh erzählen. Wenn wir annehmen, sie wären Palastgelehrten, was sollte dann ihre Absicht sein? Geld, oder? Macht. Ansehen. Schauen wir mal in das Leben von Sheikh ibn Bas, rahimullah. Sheikh ibn Bas, als er verstorben ist, er hatte ein Schuldenbuch. Da hat er sehr akribisch genau seine Schulden aufgeschrieben, bei wem er Schulden hatte. Und der ist gestorben, wallahu alam, wenn ich mich nicht irre, entweder hatte er 2000 Rial Schulden gehabt. Als er verstorben ist, kam heraus, seine eigene Frau, seine eigene Familie wussten das nicht, dass er über 1000 Koranschulen finanziert hat. Sheikh ibn Bas. Wenn du das Gewand von Sheikh ibn Bas gesehen hättest, hättest du ihn an die Hand genommen, wärst mit ihm in den Laden gegangen und hättest ihm ein neues gekauft. Ich rede mit dir über Shuyukh, dessen Leute oder Schüler ich kenne, die mir darüber berichtet haben. Sheikh ibn Uthaymeen, rahimullah ta'ala, hat ebenfalls nicht die neuesten Gewänder angehabt. Ein Bruder sagte zu mir, als ich vor ihm saß, leider haben wir nicht die Möglichkeit gehabt, bei ihnen zu sitzen, möge Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig mit ihnen sein. Sie sind beide nebeneinander im Friedhof von Al-Aziziyah begraben worden. Was für eine Ehre, subhanallah. Auf jeden Fall, auch Sheikh ibn Uthaymeen hättest du ein neues Gewand geschickt. Sheikh ibn Uthaymeen war einmal in der Moschee. Dann kam einer vom Königshaus und sagte, der König verlangt nach dir, also der König von Saudi-Arabien. Dann hörte Sheikh ibn Uthaymeen den Adhan. Er sagte, ich habe keine Zeit, der König der Könige verlangt nach mir. Der König der Könige verlangt nach mir. Sheikh ibn Uthaymeen hat ein wunderschönes Auto geschenkt bekommen vom König. Dieses Auto, Achil Karim, hat er angenommen, weil es ist Sunnah, wenn jemand dir was schenkt, dass du es annimmst. Es ist Sunnah. Dieses Auto hat sich kein Millimeter von seiner Tür wegbewegt. Du kannst bis heute sehen, in Aziziyah, wo Sheikh ibn Uthaymeen gewohnt hat. Wir haben sein Haus gesehen, eine Blockhütte. Achi, wer ein Palastgelehrter ist, der wird so leben. Sheikh ibn Uthaymeen, wer ihn kannte, der wusste, wer dieser Mann war. Weder war er eingebildet, noch war er hochmütig. Einmal sogar waren sie auf der Straße, waren zu einem Vortrag unterwegs gewesen. Da war ein Mann gewesen, den haben sie dann mitgenommen. Der hat sozusagen getrennt. Und dann fragte Sheikh ibn Uthaymeen ihn, weil der Mann kannte nicht das Gesicht von Sheikh ibn Uthaymeen. Damals gab es kein Facebook und Twitter und was es alles gibt. Er sagte zu ihm, wohin des Weges, Sheikh ibn Uthaymeen? Der Mann sagte zu ihm, ich möchte zu dem großen Sheikh ibn Uthaymeen fahren. Jeder von uns hätte gesagt, ich bin das, du hast mich gefunden. Sheikh ibn Uthaymeen hat kein Wort gesagt. Er sagte, möge Allah deine Reise segnen. Hat ihn nicht gesagt, bis später der Mann gesehen hat, er ist Sheikh ibn Uthaymeen. Achil Karim, ich sage nicht, dass es Leute gibt, die, wal'iyadu billah, wie dieser Bouti in Syrien und so weiter und so fort, die auf Kosten des Staates leben, wenn ihr versteht, was ich meine. Die gibt es. Aber alhamdulillah können wir die Gottesfürchtigen unterscheiden von den anderen, die nur Übles bringen. Und sowieso, ich sage dir eins, du hast drei Gelehrte, auf die sind viele Leute neidisch. Das ist Sheikh al-Albani, Sheikh ibn Uthaymeen und Sheikh ibn Bas. Aber komischerweise waren diese drei Gelehrten die nützlichsten für diese Umma. Und die Mehrheit der Leute hat sie akzeptiert. Da brauchen wir diese paar Kröten nicht. Verstehst du, was ich meine? Und was denkst du, warum hat sich ihr Wissen so verbreitet? Weil Allah das gelassen hat. Guck mal, gab es nur die vier Rechtschulen? Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi'i. Es gab hunderte von Rechtschulen. Aber wollte Allah, dass diese Leute ihren Status haben? Ja. So wie Allah wollte, dass auch diese großen Gelehrten in dieser Zeit ihren Status haben.
und lass die Neider neidisch werden. Und sie werden sehen, Achil Karim, eines Tages haben sie viele Rechte abzugeben gegenüber diesen Schuyuch, die schon lange tot sind. Möge Allah mit ihnen barmherzig sein.